Donnerstag nach dem ersten Fastensonntag. Stationskirche San Lorenzo in Panisperna. Aus dem kalten Norden war die heilige Brigitta zu dieser Kirche auf dem Viminal gekommen. Sie trug das Kleid einer Bettlerin und reihte sich in die Menge der Armen, die hier zusammenströmten, um etwas zu essen zu bekommen. Die neun Pappelbäume, die im Vorhof eine kleine Allee bilden, fünf rechts, vier links, wissen wohl nichts von Vadstena, wo die Heilige jetzt begraben liegt, nachdem sie nach ihrem Tode hier ein Jahr lang geruht, an diesem Ort, der ihr im Leben so teuer gewesen und der sie zu Heiligen werden sah. Hier stand der Tisch für diejenigen bereit, die nirgends sonst in der Stadt von einem gedeckten Tisch erwartet wurden, und hierher kam die heilige Brigitta als Bettlerin gekleidet, um sich in nichts von ihren Tischgenossen zu unterscheiden, und nahm an einem Mahle teil, das kein Üppigkeit, Vergeudung oder Überfluss kannte. Bei unserer Stationsfeier in San Lorenzo di Panisperna haben wir Gelegenheit, eine fremde Frau kennenzulernen, die sich Jesus näherte, weil ihre große mütterliche Liebe sie dazu trieb, ihn um die Heilung ihrer Tochter zu bitten. Sie ist gekommen, um ihn, den die Volksmenge Sohn Davids nennt, darum zu bitten. Selbst die Angst, schlecht aufgenommen zu werden, kann sie nicht davon abhalten. Wohl weiß sie genau, dass sie und alle anderen Phönizier für die Juden nur Hunde sind, aber die Gesundheit ihrer Tochter liegt ihr so am Herzen, dass sie bereit wäre, nicht nur einmal, sondern zehnmal, hundertmal, tausendmal in aller Demut die größte Schmach zu ertragen. Aber das kananäische Weib, und von ihr erzählt uns heute das Matthäusevangelium, ist nicht nur gekommen, um zu bitten. Während sie ihr Anliegen vorbringt, kommt aus ihrem Munde auch eine kostbare Belehrung, die sie ebenso spontan wie unbewusst erteilt. Natürlich nicht für Jesus, der ihrer nicht bedarf, sondern uns allen. Die Worte der kananäischen Frau fügen sich so in das große Lehrgebäude des göttlichen Meisters und erhalten daher ihren Wert. Und sie fiel vor ihm nieder und sprach: »Hilf mir, o Herr!« Wohl weiß sie genau, dass sie nicht zum auserwählten Volk gehört, aber auch die Hündlein fressen die Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Es ist das große Bekenntnis, dass auch Brosamen genügen, doch die Brosamen, das ist leicht zu bemerken, haben eine zweifache Bedeutung und eine zweifache Wirklichkeit im Hinblick auf zwei einander entgegengesetzte Subjekte. Da sind die, welche am reich gedeckten Tisch sitzen und achtlos die Brosamen fallen lassen. Und da sind die anderen, die sie sorgfältig sammeln und, weil sie damit zufrieden sind, sie aufwerten, ja, sie als wirkliche und eigentliche Speise betrachten. Dass den einen diese Brosamen genügen, ist für die anderen die schwerste Anklage. Man könnte zur Verteidigung der reichen Tischgenossen anführen, dass die Armen sich überhaupt erst sättigen konnten, weil die Reichen das Brot zerbröckeln und die Brosamen zu Boden fallen ließen. Aber so logisch auch diese Bemerkung sein mag, so fehlt doch vollkommen die moralische Rechtfertigung, dass die reichen Prasser aus nur passiven Werkzeugen zu aktiven der göttlichen Vorsehung machen könnte. Die Brosamen, die sie fallen lassen, sind nur das Ergebnis einer physischen Nachlässigkeit im Benehmen. Einem Willen, Gutes zu tun, hatten sie dabei nicht. Achtlos ließen sie sie fallen, und vielleicht hätten sie es gar nicht getan, wenn sie sich dessen bewusst geworden wären, dass jemand darauf wartet, sie sorgfältig zu sammeln, um seinen Hunger damit zu stillen. Wer ist glücklicher als der, der es versteht, mit Brosamen zufrieden zu sein? Wohlgemerkt, es ist einfacher, hier zu sagen, versteht, statt vermag. Und das kananäische Weib bestätigt es uns, dass die Menschennatur leiblich und seelisch so veranlagt ist, dass es jedem möglich sein muss, von Brosamen zu leben. Die einzige Bedingung ist sein Seelenzustand.
Der Einwand, dass ein derart geführtes Leben kein Streben, keine höheren Interessen kenne und deshalb dem Antriebsinstinkt in den Herzen der Menschen widerspreche, ist nicht recht glaubwürdig, wohl aber irreführend. Die Natürlichkeit eines solchen Antriebs kann durch die freiwillige Annahme einer Lebensanschauung, die bewusst die kleinen Dinge aufwertet, gar nicht unterdrückt werden. Das kananäische Weib bringt es fertig, ihr alles mit dem Brosamen zu identifizieren. Wenn das möglich war, muss es auch umgekehrt möglich sein, dass die Brosamen alles werden. San Lorenzo in Panisperna. Sie wurde an der Stelle errichtet, wo der Überlieferung nach der heilige Laurentius bei lebendigem Leib auf dem Rost verbrannt worden sein soll. Infolge zahlloser Restaurierungen und Modernisierungen hat die Kirche nichts mehr vom ursprünglichen Bau bewahrt. Viele Jahre hindurch wurde hier, vor ihrer Überführung nach Schweden, der Leib der heiligen Brigitta, einer schwedischen Prinzessin, verehrt, die als Bettlerin verkleidet gewohnt war, diese Kirche aufzusuchen, um an die Armen Speisen zu verteilen. In dieser Liebestätigkeit folgte ihr ihre Tochter, die auch zur Heiligkeit gelangte. Dies ist die heilige Katharina von Schweden.